Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Generations. Es geht wieder heiter weiter. Und große Quizfrage, können wir ohne Reservereifen starten? Nein. Shit. Das Game ist nicht akkurat. Oh, und ich bin zu doof zum Reifen einfügen. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit einen Regenreifen mitnehmen. Sollte aber 0% und 0%. Warum ist eigentlich die Luftfeuchtigkeit angegeben und nicht die Regenwahrscheinlichkeit? Weil Luftfeuchtigkeit ist ja immer da. Die kann ja nicht bei 0% sein. Geht ja nicht. Mal checken, dass ich nichts Doofes mit dem Regenreifen angestellt habe. 3, 2, 1, los! 40, links 4 und rechts 6 kurz, in links 3 rechts halten, 30, links 4 in rechts 3 in links 5, in rechts 3 nicht schneiden und links 4 kurz. Guter Bounce. Rechts 5 schneiden war und links komplett keinen Sound beim Einschlag. Rechts 6 mittel und links 5 30. Achtung, bremsen, rechts 3 kurz, 150. Rechts 2 und links 5 und rechts 6. Für Achtung, scharfe Haarnadel links bei Abzweig, in rechts 5 und links 5 mittel. Oh, das ist ein Stein. Das ist halt immer noch ein Stein. Dass das Rallye-Auto da nicht über diesen Stein kommt, ne? Das ist wirklich frech. In rechts 4 leicht schneiden und links 4 und rechts 1 mittel und links 5 mittel rechts halten, 40. Links 3 und bremsen in rechts 4. In den Völlerkott mal abfahren, besser ist. Verengung bei Abzweig 30. Links 3 macht zu in rechts 1, 40. Links 2 und links 4 macht auf und macht zu mittel 30. Haarnadel rechts schneiden, in rechts 5 nicht schneiden. Und Achtung, Haarnadel links schneiden, 60. Haarnadel rechts schneiden? Da war ein Stein im Scheitelpunkt. Was war das denn für ein geplanter Scam? Rechts 5 macht zu 3 und links 6 für Achtung, scharf rechts breiter. In links 6 mittig halten, über Brücke 60. Links 500. Rechts voll lang 500 über Tunnel. Ah, wo ist der sechste Gang? Rechts 4, 60. Links 4 schneiden 50. Oh, wo ist der Griff? Kuppe für rechts 5, das war 30. Unangenehm. Rechts 6 in links 4 scharf schneiden 100. Rechts 5, in links 6 mittel, in rechts voll 40, Achtung, bremsen für scharfe Haarnadel, rechts leicht schneiden, sehr eng 50. Come on, Grip! Der erste Gang und Turbo, und E-Boost. Gruselig. Und links 5 leicht schneiden, in rechts 5 leicht schneiden 30, links 4 60, Achtung, bremsen für scharfe Haarnadel, links 30, rechts 3 30. Huch. Links 6 in rechts 6 30, Achtung, rechts 3 über Kuppe und links 3 Verengung und links 4 60. Links voll und rechts 6 macht zu 4 nicht schneiden 40. Achtung, links 6 macht zu 1 sehr eng 30. Oh, macht zu in 1 30 mittig halten, Verengung. Die schnellste Zahl macht zu in die langsamste Zahl. Und rechts 4 Kurven. Immer unangenehm solche Kurven. Links 2 sehr eng 50. Rechts 6, Verengung 60. Das Licht ist so schwach in Japan. Rechts 5 kurz. Und Achtung, links 5 macht zu, scharfe Haarnadel links bei Abzweig 30. Rechts 5 schneiden und links 5. Und rechts 3 und links 4. Und rechts 6 für links 3 kurz 40. Rechts 4 schneiden 50.
Aber Japan gefällt mir wirklich. So gut, dieses Rallye-Land. Abzweig in rechts voll und links 5 für rechts 5 lang. Huiuiui. Achtung, Bremsen für Haarnadel rechts nicht schneiden und links voll 60. Okay, da wollte ich. Ich hatte kurz Mut zum Driften, aber dann, wo ich auf Kreis gedrückt habe für die Handbremse, ist mir schnell wieder in den Gedanken gekommen mit, will man hier wirklich querfahren mit dem Auto? Ah, lieber nicht. Rechts 5 macht zu, Mittel für links 4 schneiden, mittig halten, 60, Sprung über Brücke, 30, rechts 6 in links 4, 40. Sprung über Brücke, den Sprung haben wir verfehlt. Rechts 6 in links 4, 40, links halten für rechts 5, schade. Zweig und links 5, auch nicht straffrei 4. In Japan. Und natürlich wieder im letzten Sektor, kurz vorm Schluss. Es ist ein Hit. Hat es trotzdem gereicht? Nein. Aber Kalle auf der 4. Otenek, leider egal. Leider fahren wir nicht gegen Otenek, weil der ist noch schlechter als Kalle gerade. Immer noch P1. Und Kalle muss genau da bleiben, wo er gerade ist. Er kann aber auch gerne noch auf die 5. Oh, Nacht. Staudamm. Ich glaube, den befahren wir nicht, den Staudamm. Soweit ich das noch weiß. Die Reifen passen. Vorne gut, hinten nicht so gut. 5. Ja, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. Links 6 in rechts 2, 80. Haarnadel links 150. Links 3 leicht schneiden 150. Haarnadel rechts, leicht schneiden 80. Oh, leicht schneiden habe ich. Hatte gerade ein bisschen Angst. Knoten in scharf bremsen und Haarnadel links leicht schneiden. Und links voll in rechts 3 leicht schneiden, in scharf links leicht schneiden 80. Links 400. Wow! Kurz Angst gehabt, ich rutsche überall gerade hin. Rechts 3 bremsen in scharf links 80. Rechts 6 in links 5 innen halten, macht zu 80. Rechts 5 in links 5. Und rechts 5 lang, macht auf in rechts 5 kurz 100. So Angst, hier einen Fehler zu machen. 80. Rechts 4 leicht schneiden und links 5 kurz. Die Sicht ist auch halt sehr bescheiden. Und links 6 in rechts 6 kurz 100. Rechts 6 und links 5 macht zu 4 lang. In rechts voll macht zu 5 kurz und links 6 100. Achtung, scharf bremsen für scharf links nicht schneiden 30. Boah, links leicht, das war sogar richtig gebremst. Links flackert denn da? 30, rechts 3 Verengung. In rechts 4 macht zu 2 und Haarnadel links in rechts 5 macht zu 2, 30. Turning. Haarnadel links, Fels innen 80. Rechts 3 lang, macht auf 30. Links 4 macht zu 80. Krass lange ich den ERS-Modus hab. Links 4 lang macht zu in rechts 5, 30. Ich weiß es. So, okay, jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er gestartet. Ein paar Kurven später, dritter Gang, will ich rausbeschleunigen, komm, könnte ich mehr. Wie ist das denn jetzt passiert? Dann gucke ich unten rechts auf die Anzeige. Ah ja, ich hab's. Die Anzeige ist halt immer noch nicht leer.
rechts 3 kurz nicht schneiden, in rechts 3 mach zu, in links 4 leicht schneiden, 50. Achtung, bremsen, scharf rechts bei Abzweig und links 5 kurz. Ich fahr so vorsichtig, aber trotzdem sind da gerade 15 Sekunden reingeflogen. Rechts 4 mach zu, in rechts 3 und links 6. Meine Mutter umkämpfen wäre ich ja viel schneller, weil die Weitsicht viel besser ist. Achtung, scharf links nicht schneiden und rechts 3 kurz und scharf links bei Abzweig 80. Scharf links an Abzweig 100. Wow. Links 6 in rechts 5. Da war kurz die Synchro vom DS-Ableger, Nintendo DS-Ableger drin, ne? Halten rechts 5 kurz und links 6 80. Und Ziel. Ah, schön. War ein schöner, cleaner, ein bisschen zu vorsichtiger Run. Aber dennoch, die Zeit ist auf unserer Seite. 22 Sekunden, Rufenbeerer, solide, auf der 4. Übrigens, was mir immer wieder auffällt, oder immer wieder einfällt, besser gesagt, Oliver Solberg, der ist ja gerade 10. Den sehen wir bei, ja, im nächsten WRC, bei WRC, weiß was ich, wie der Teil heißen wird, wieder in der WRC 2-Kategorie. Und wichtig und richtig, Kalle Rufenbeerer immer noch auf der 4. Bisschen viel Abstand zu Authentic, aber morgen ist es, glaube ich, schon soweit, ne? Die lange Stage. Yes, nur die lange Stage. 5% Regen, da können wir uns, glaube ich, den Regenreifen sparen. Bye, have a great time.